Ja, ihr Lieben, wisst ihr, was hieran das Besondere ist? Abgesehen davon, dass wir jetzt hier ein Steelbook haben mit dem Spinosaurus drauf. Ja, ihr könnt es hier ganz vorne drauf lesen: Jurassic Park Trilogie. Denn tatsächlich ist das Jurassic Park Universum, das reine Park Universum, mit dem dritten Film mehr oder weniger abgeschlossen gewesen. Das heißt, ja, Jurassic Park hat eben nur drei Filme spendiert bekommen und danach ging die ganze Geschichte mit Jurassic World weiter. Beinahe wäre die ganze Nummer allerdings ein bisschen anders abgelaufen, denn, naja, es war gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich einen vierten Jurassic Park Film bekommen. Und ja, da gibt es ja diese ganz ominösen Konzeptzeichnungen von irgendwelchen humanoiden Dinosauriern, die schon fast menschenähnliche Gestalt haben und dann durch die Straßen laufen. Über Jurassic Park 4 hatten wir auch schon mal gesprochen. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt. Das kannst du gerne mal nachholen. Darum geht es aber nicht hier in diesem Video. Denn unter euren zahlreichen Einschreiben unter Instagram zum Beispiel, das ist zumindest die Plattform, auf der ich eure Nachrichten am häufigsten lese, da kam immer wieder die Frage auf: Ey, Tobi, sag mal, was ist denn eigentlich damals mit Jurassic Park 3 passiert? Also, wie konnte denn der Film zu diesem Chaos werden, den wir im Endeffekt bekommen haben? Denn um ganz ehrlich zu sein, ja, Jurassic Park 3 ist der einzige Film der gesamten Jurassic-Reihe, den wir wohl oder übel als Flop bezeichnen müssen. Der sowohl von der Story her nicht wirklich was zu bieten hat. Ich meine, der Film führt nirgendwo hin. Den kannst du einfach weglassen, außer dass du dann eben nicht mehr verstehst, wen Dr. Alan Grant in Jurassic World Dominion meint, als er Ellie nach Mark fragt. Wer ist Mark, ist auch vollkommen egal. Mark kannst du komplett rausstreichen. Jurassic Park 3 ist so das Guilty Pleasure von der ganzen Nummer. Das heißt, es muss ja logischerweise etwas vorgefallen sein, sehr wahrscheinlich am Set, was dazu geführt hat, dass der Film eben diese, ich nenne es einfach mal, Katastrophe geworden ist, die wir jetzt hier bekommen haben. Ihr wisst ja selber, ich liebe Jurassic Park 3, deswegen habe ich auch hier meine Jurassic Park Trilogie mit dem Spinosaurus-Logo, aber im Großen und Ganzen hat dieser Film dafür gesorgt, dass das Jurassic-Franchise für über 10 Jahre komplett stillgelegt wurde. Wann kam denn Teil 3 im Kino? 2001, glaube ich, kam der im Kino und 2015 haben wir dann erst Jurassic World bekommen. Das heißt, das Thema Jurassic war für Hollywood erstmal komplett weg vom Fenster gewesen. Jurassic Park 3 hat das gesamte Franchise mehr beerdigt als Jurassic World Dominion. Das müssen wir ganz fair sagen. Jurassic World Dominion war ein Türöffner gewesen für das, was eben jetzt kommt. Währenddessen Jurassic Park 3 die Tür genommen hat und sie uns quasi vor der Schnauze zugehauen hat und dann damit eigentlich das Jurassic Park Franchise, naja, so aus dem Gedächtnis rausgekickt hat. In diesem Video jetzt hier sprechen wir mal über die Vorfälle, die am Set wirklich passiert sind. Und ich habe da für euch einiges recherchiert und da sind ultra interessante Sachen bei rausgekommen. Unter anderem auch eine weitere Fassung des Drehbuchs, also eines der zahlreichen Drehbücher, das wir hier auf dem Kanal noch überhaupt nicht besprochen hatten. Und da habe ich mir gedacht, ey, das wäre es eigentlich gewesen. Das wäre das Drehbuch, das ich gern gesehen hätte. Wir quatschen jetzt einfach über alle möglichen Dinge, die ich für euch rausgefunden hatte. Was ist am Set bei Jurassic Park 3 schiefgelaufen? Was ist generell bei der Planung von Jurassic Park 3 schiefgelaufen? Und wie hat Jurassic Park 3 es im Alleingang geschafft, als kürzester Film der gesamten Reihe fast ein gesamtes Franchise zu beerdigen? In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, dann starten wir jetzt von vornherein. Ja, wenn die Frage aufkommt, ich bin ein bisschen nasal, ich merke es gerade selber. Ich habe mich wohl irgendwie gestern erkältet. Das sollte aber jetzt hier auf das Video nicht wirklich Auswirkungen nehmen. Wir bequatschen jetzt hier einfach mal chronologisch so die Vorfälle, die wir in Jurassic Park 3 nicht mitbekommen haben, die allerdings jetzt über die letzten Jahre hinweg dann an die Öffentlichkeit gekommen sind, durch Aussagen von Schauspielern, vom Regisseur selber, von Steven Spielberg, von Michael Crichton sogar. Oh, da gibt es einiges zu besprechen. Joe Johnson ist der Regisseur von Jurassic Park 3 und das ist sogar gar nicht mal so willkürlich gewählt, wie man das Ganze am Anfang gedacht hat. Tatsächlich hat Joe Johnson schon eine Vergangenheit mit Steven Spielberg gehabt, beziehungsweise die beiden kannten sich eben einfach. Und ursprünglich wollte Johnson tatsächlich schon die Regie von The Lost World Jurassic Park 2 übernehmen. Da Michael Crichton allerdings so extrem begeistert von der ersten Umsetzung seines ersten Buches gewesen ist, bat er darum, Steven Spielberg doch auch für Teil 2 noch einmal auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. Und Spielberg sagte daraufhin, das macht er auf jeden Fall auch. Und somit hat dann eben Joe Johnson eine Absage erhalten. Allerdings wurde von Spielberg hier schon darauf hingewiesen, dass wenn es noch weitere Jurassic-Filme geben sollte, dass er dann auf jeden Fall auf Johnson zurückkommen würde. Ich habe mich jetzt nicht durch Joe Johnsons Filmologie durchgewühlt, aber scheinbar kann der Mann dann doch irgendwie was, mehr oder weniger, wenn Spielberg ihm sogar vertraut hat. So kam es dann auf jeden Fall zustande,
dass als ein dritter Jurassic Park Film angekündigt wurde, letztendlich Joe Johnston auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Und tatsächlich rumoren da draußen ja ganz viele Gerüchte herum, dass Steven Spielberg ursprünglich den dritten Film ebenfalls drehen wollte. Das stimmt allerdings überhaupt nicht. Nein, Spielberg hat lediglich seine helfende Hand angeboten für Joe Johnston beim Dreh von Jurassic Park 3. Michael Crichton selber, also der Schöpfer des Jurassic-Universums, der wollte jedoch tatsächlich ein Drehbuch schreiben zum dritten Jurassic Park Film. Und da haben dann schon die Problemchen angefangen. Und zwar ist die ganze Nummer so abgelaufen, dass Michael Crichton beauftragt wurde von Steven Spielberg, der als beratende Hand hinter Joe Johnston stand, ein Drehbuch für eine Fortsetzung zu Jurassic Park 2 The Lost World zu schreiben. Daraufhin kam dann eben die Frage auf, okay, was erzählen wir denn jetzt noch? Was gibt es denn jetzt noch für Stories, die wir in der Welt von Jurassic Park erzählen könnten? Und ja, Michael Crichton ist dann irgendwann abgesprungen von der ganzen Nummer, weil er der Meinung gewesen ist, Jurassic Park ist eigentlich mit Teil 2 vorbei. Ihr habt jetzt hier die Rechte bei Hollywood, ihr könnt gerne weitermachen, aber er wird die Geschichte nicht weiter fortsetzen. Aus diesem Grund hat Michael Crichton auch nie mit dem Schreiben eines dritten Romans begonnen, da er der Meinung gewesen ist, es ist nur gut, eine Geschichte dann zu erzählen, wenn sie auch Sinn macht, erzählt zu werden. Und das finde ich an sich schon eine ganz gute Einstellung, jedoch hat man sich jetzt schon so fest an der Idee eines Jurassic Park 3 festgebissen, dass man damit eben weitermachen wollte. Lustigerweise hat auch Steven Spielberg sich mal zu der ganzen Nummer in der Zusammenarbeit mit Michael Crichton zu Jurassic Park 3 geäußert und in einem Interview erzählt, dass die Planungsphase zu dem Film mit Michael Crichton selber, die war wohl schon sehr chaotisch gewesen. Der Michael Crichton ist so tief in diesem Jurassic-Kosmos drin gewesen, welches er ja auch selber erschaffen hat, dass er nicht mehr den Buchkanon vom Filmkanon trennen konnte. Das bedeutet, Michael Crichton wollte das dritte Drehbuch auf Dingen aufbauen, die zwar im zweiten Buch passiert sind, aber nie im zweiten Film. Unter anderem erwähnte Spielberg, dass der Beginn des Drehbuchs von Michael Crichton mit dem Satz begann After the death of Louis Dodgson, also nach dem Tod von Louis Dodgson. Und Spielberg wies ihn dann darauf hin, ey, Louis Dodgson kam nicht vor, der ist nicht gestorben in den Filmen so. Willst du ihn wirklich offscreen sterben lassen? Und Michael Crichton hat dann daraufhin einfach zugegeben, oh nee, Entschuldigung, das war mein Fehler, ich habe gerade wirklich Film und Buch miteinander verwechselt. Ich finde das irgendwie sehr charmant, dass er auch sich so krass mit den Filmen beschäftigt, die ja nicht zwingend sein Werk sind, weil gerade der zweite Film ist ja ultimativ anders als das Buch. Und deswegen gab es hier und da dann wohl schon kleine Diskussionen über bestimmte Dinge, die Michael Crichton in ein vorläufiges Drehbuch geschrieben haben soll, die aber keinen Sinn in der Story gemacht hätten. Und ja, tatsächlich sollte Louis Dodgson hier eine Rolle spielen im dritten Film, denn auch Biosyn sollte in einer ganz frühen Idee irgendwie ein Teil der Story werden. Dazu ist weder bekannt, wann oder wie groß die Story hätte sein sollen. Biosyn hätte aber auf jeden Fall mit Louis Dodgson zusammen zurückkehren sollen. Und ja, dass Michael Crichton hier wirklich so ein bisschen verwirrt gewesen ist nach dem Motto, Louis Dodgson hätte doch aber eigentlich auch im Film sein müssen. Tatsächlich sollte Cameron Thor, der Schauspieler, der Louis Dodgson auch im allerersten Jurassic Park Film gespielt hat, der sollte ursprünglich auch in The Lost World Jurassic Park 2 auftauchen. Und Spielberg selber soll ihm sogar gesagt haben, halt dein Telefon bereit, sobald das Skript fertig ist, rufen wir dich an. Dann gab es jedoch so ein paar Skandale mit Cameron Thor und Louis Dodgson wurde auch generell aus dem Drehbuch rausgeschrieben. Wir hatten bereits auch mal über sämtliche deleted scenes aus allen Jurassic-Filmen gesprochen. Da habe ich dir mal die Playlist da oben verlinkt. Ist eigentlich auch ein sehr spannendes Thema, was da so alles ans Licht kommt. Auf jeden Fall kann ich mir so vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt hat, dass Michael Crichton eben noch im Hinterkopf hatte, Cameron Thor sollte ja im Film mit dabei sein und deswegen dachte er vielleicht, Louis Dodgson war im Film und es war auf jeden Fall hier schon das Chaos vorprogrammiert. Und das, bevor wir auch nur ansatzweise ein teilweise fertiges Drehbuch haben. Das sind wirklich keine guten Zeichen. Nachdem Michael Crichton dann abgesprungen ist, hat sich Spielberg selber an die Story zu Jurassic Park 3 gemacht. Und seine Idee ist ursprünglich eine, wie ich finde, etwas spezielle Idee gewesen. Ursprünglich hätte die gesamte Geschichte Dr. Alan Grant behandeln sollen. Also er hätte wieder im Fokus stehen sollen, nachdem er ja auch im ersten Teil eher die Hauptfigur gewesen ist. Und zwar hätte Grant auf einer der von Ingen gepachteten Inseln leben sollen, auf welcher er im Geheimen Dinosaurier observiert und, naja, eben erforscht. Grant hätte in einem Baumhaus leben sollen, da die Regierung das eigentlich überhaupt nicht genehmigt hätte. Denn rund um die gesamten Inseln, die von Ingen gepachtet wurden, wären Sperrzonen errichtet worden und somit hätte niemand die Inseln betreten sollen. Grant hätte dann daraufhin, auf welchem Weg auch immer, das ist hier nicht beschrieben, einen Weg auf die Insel gefunden und dann da eben seine Forschung weiter fortgesetzt. Ihr merkt schon, hier haben wir jetzt so ein kleines Indiz schon auf den fertigen Film Jurassic Park 3. Diese Sperrgebiete, ne, die werden ja auch im Film, glaube ich, zweimal erwähnt. Einmal am Anfang
Anfang, als das Boot übers Wasser fährt, da wird das ganz kurz durchgegeben und dann eben später nochmal im Flugzeug, als dann Nash den Tower wegdrückt, wo ja auch gesagt wird, drehen Sie jetzt sofort ab. Ihr werdet auch gleich merken, ich werde es jetzt hier nicht jedes Mal erwähnen, ich werde es auch sehr oft vergessen, aber ihr werdet jetzt gleich merken, dass in sämtlichen Drehbüchern und Ideen Bruchstücke von dem fertigen Film drinstecken. Da quatschen wir ganz zum Schluss dann nochmal ganz kurz drüber. Aber achtet da einfach mal drauf, dass euch hier und da immer wieder Sachen auffallen werden, wo ihr euch denkt, Moment, das war aber im Film gewesen. Das Konzept von Baumhaus Allen wurde dann von Joe Johnson verworfen mit der Aussage, die ich sogar nachvollziehen kann. Hier widerspreche ich wirklich auch Steven Spielberg und gebe Joe Johnson die Hand und sage, er hat auf jeden Fall recht. Denn er meinte, Alan Grant würde nicht auf die Insel zurückkehren. Alan Grant würde alles dafür tun, um genau da nicht mehr hinzugelangen. Und da bin ich auch Joe Johnsons Meinung. Da könnten wir jetzt drüber diskutieren, dass ihr vielleicht sagt, doch, Grant hätte ja die Faszination immer noch inne gehabt und hätte das auf jeden Fall gewollt. Ich finde die Geschichte von wegen, Alan Grant hätte das auf gar keinen Fall mehr durchführen wollen, die ist für mich irgendwie logischer, weil, naja, das Trauma ist ja bei ihm so befestigt, dass er einfach im Flugzeug von einem sprechenden Velociraptor träumt. Ach so, ja, und ganz zu Beginn war auch noch nicht die Rede von der Sauna gewesen, ich habe sie eben gerade erzählt, dass eine der von Injun gepachteten Inseln der Schauplatz gewesen wäre. Das heißt, es hätte jede Insel der fünf Tode sein können im Endeffekt. Es hätte auch wieder Isla Nublar sein können, aber es wird also nicht darauf eingegangen, dass es nicht Isla Sorna ist. Vielleicht war das auch schon geplant. Es wird aber auf jeden Fall nur geschrieben, dass Alan Grant auf einer der von Injun gepachteten Inseln lebt. In dieser frühen Planungsphase übrigens kam auch dann die Idee von Johnson zum allerersten Mal zum Vorschein, dass er einen Spinosaurus in die Geschichte einbauen wollen würde, der mit seinem Jungen zusammen auf der Insel lebte. Dieses Kind, dieser Baby-Spinosaurus, wäre von einem Soldaten erschossen worden, den wir dann später als Cooper kennengelernt hätten. Noch bevor man sich allerdings für den Spinosaurus entschied, sollte eigentlich der Baryonyx der große Hauptdinosaurier aus Jurassic Park 3 werden. Allerdings hat man dann aufgrund relativ aktueller, also zum damaligen Zeitpunkt aktueller Forschung über den Spinosaurus, das mitunter größte Skelett des Tieres entdeckt und sich dann eben gedacht, okay, größer ist immer besser, wir nehmen jetzt hier den Spinosaurus als neuen Alpha-Predator in den Film mit rein. Also ihr seht hier schon, auch wenn wir im Endeffekt den Spinosaurus bekommen haben, eigentlich war von vornherein geplant gewesen, dass der T-Rex jetzt hier ersetzt werden wird. Den Grund dafür hatte ich, glaube ich, auch schon mal erklärt. Das lag eben einfach daran, dass Johnson sich von Spielberg so ein bisschen abkapseln wollte und dann damit sein eigenes Brand, naja, in die Wege leiten wollte. Denn Johnson hat tatsächlich mit wesentlich mehr als nur Jurassic Park 3 gerechnet, bei welchem er dann die Regie übernehmen hätte dürfen. 1999 hatten wir dann das erste wirklich fertige Drehbuch vorliegen gehabt. Und die Geschichte hier war relativ simpel. Es sollte um eine Gruppe Teenager oder eben junger Heranwachsende gehen, die auf einer Vorlesung von Dr. Alan Grant sitzen, auf welcher er über Dinosaurier redet. Daraufhin hätten dann diese jungen Heranwachsenden Dr. Alan Grant darauf angesprochen, er soll doch mal bitte ein bisschen was von seinen Erlebnissen aus dem Jurassic Park erzählen. Das hätte er aber eben abgelehnt. Und die jungen Menschen hätten sich dann daraufhin selbst auf den Weg zur Isla Sorna gemacht, um eben herauszufinden, naja, ob die ganzen Gerüchte auch stimmen. Wir hätten also eine ganze Gruppe von Teenagern in den Hauptrollen haben sollen, wo ich ein bisschen froh bin, dass das eben so nicht passiert ist. Das kann funktionieren. Es gibt viele Beweise dafür in der Filmlandschaft, aber es gibt eben auch viele Beweise dafür, dass das hätte voll böse ausgehen können. Einfach so ein Film mit 5, 6 und Grace, die zwei Kids aus Jurassic World. Oh, wäre das anstrengend geworden. Aber auch hier müsste jetzt dem einen oder anderen von euch aufgefallen sein, die Stelle gibt es doch auch im fertigen Film. Tatsächlich gibt es diese Stelle noch im fertigen Film, in welcher eine Vorlesung gehalten wird und Dr. Alan Grant eben erzählt, dass er weder in Santiago dabei war, noch auf der Isla Sorna, also zu den Ereignissen von The Lost World Jurassic Park 2. Diese Szene ist tatsächlich ein Überbleibsel aus einem frühen Skript zu Jurassic Park 3. Den Satz, den dann auch einer der Studenten an Dr. Alan Grant weitergibt, von wegen, ja, sobald die Regierung in Costa Rica entschieden haben, was mit der anderen Insel passiert, dann können sie doch einfach selber hinfliegen und herausfinden, was da gerade los ist. Und Alan Grant sagt dann daraufhin, keine Macht des Himmels oder der Erde wird mich jemals auf diese Insel bringen. Das hätte so auch in dieser Variante des Films passieren sollen und damit wäre Dr. Alan Grant aber wieder verschwunden gewesen. Das wäre quasi nur ein kurzer Cameo-Auftritt, damit er eben hier seine Rede halten kann, seine Vorlesung halten kann. Wie die hätten auf die Insel kommen sollen, ist jetzt hier auch nicht weiter beschrieben. Da hätte man sich aber irgendwas überlegen können. Auch dieses Drehbuch wurde wieder verworfen, denn Joe Johnson meinte, ja, die ganze Nummer hat sich beim Lesen so ein bisschen angefühlt wie so eine Holiday-Special-Episode von Friends. Wer noch Friends kennt, das ist How I Met Your Mother.
Mother ist vielleicht das neuere Friends. Das wird vielleicht mehreren Leuten ein Begriff sein. Das heißt, wir haben jetzt also den Schöpfer von Jurassic Park irgendwie aus dem Film rausgekriegt, weil er gesagt hat, das wird einfach nichts. Wir hatten ein fertiges Drehbuch gehabt, das wurde nochmal komplett über den Haufen geworfen. Und jetzt kommen wir zu dem Drehbuch. Es ist nicht das letzte, wie wir logischerweise wissen. Das Drehbuch hier, das hätte der Film werden müssen, ich sag's euch. Ganz kurz noch als Side-Fact. Einer der Studenten hätte übrigens auch einfach Eric heißen sollen. Das heißt, Eric hätte eben hier schon einen Platz gehabt. Wahrscheinlich wäre er ein bisschen älter gewesen, muss er ja sein. Aber Eric sollte so auch schon auf die Insel kommen, ja. Kommen wir jetzt zu dem ultimativen Drehbuch. Das ist das Jurassic Park 3, das wir hätten alle sehen wollen. Ich glaube zumindest, es wäre so. Die Geschichte hätte so ablaufen sollen, dass wir Billy und Alan im Fokus gehabt hätten. Die beiden wären angeheuert worden, um an den Küsten von Costa Rica bestimmte Vorfälle zu untersuchen, die scheinbar von Dinosauriern ausgelöst wurden. Dabei ging es hiernach um zerstörte Gebäude, aber eben auch tote Menschen. Es hätte sich dann herausgestellt, dass sowohl die Pteranodon als aber auch die Compsognathus einen Weg von der Insel, also von der Isla Sorna, aufs Festland gefunden haben. Die Pteranodon, relativ simpel, die sind einfach rübergeflogen. Aber wie kamen die Compis an Land? Hierbei fällt dann der Verdacht auf illegales Shipping, also illegalen Transport von Lebewesen in diesem Fall, von der Isla Sorna aufs Festland. Alan und Billy hätten dann daraufhin mit einer kleinen Gruppe an Leuten auf die Insel fahren sollen, um eben herauszufinden, wer sich auf dieser Insel befindet und dann dort Dinosaurier von A nach B verschafft. Möglicherweise wäre es hier Biosyn gewesen. Ich habe ja am Anfang erklärt, dass die mal eine Rolle hätten spielen sollen. Das wird jetzt hier aber auch nicht weiter erklärt. Das mag eine relativ generische Story jetzt erstmal sein, wenn sie aber nicht noch einen zweiten extrem geilen Plot mit drin hätte. Parallel zu den Ereignissen auf der Insel, also Grant und Co. hätten erneut auf der Insel stranden sollen und wieder mal keinen Weg zurückfinden sollen. Parallel zu den Geschehnissen hätten wir die Geschichte einer Krankenschwester erleben sollen, die aufgrund eines heftigen Sturms mit einem Stromausfall in ihrem Krankenhaus zu kämpfen hat. Hier hätte es dabei darum gehen sollen, wie die Krankenschwester es schafft, sowohl Verletzte als auch Kranke und auch Babys am Leben zu erhalten, da ja sämtliche Maßnahmen, die eben Strom benötigen, nicht mehr funktioniert hätten. Und das wäre noch nicht alles gewesen. In dem dunklen Krankenhaus, komplett abgeschirmt irgendwo in der Walachei, hätte es Angriffe von Pteranodon im Dunkeln und auch von Compis geben sollen. Die Krankenschwester wäre hier bei von einem Kompi gebissen und vergiftet worden. Das heißt, das wäre einfach ein saukrasser Plot, ein richtiger Kampf ums Überleben und beide Geschichten hätten dann zum Schluss zusammenführen sollen. Grant und seine Gruppe hätte nämlich auf der Isla Sorna ein Satellitentelefon finden sollen, mit welchem sie dann nur in der Lage gewesen wären, Kontakt bis genau zu dieser Krankenstation herzustellen. Das heißt, die beiden wären aufeinander angewiesen, dieses Telefonat zwischen der Krankenschwester, die um ihr Leben kämpft und eben Dr. Alan Grant, das wäre immer wieder im Film passiert. Und die beiden hätten miteinander gesprochen und eben versucht, gemeinsam Kontakt irgendwie zum Festland aufzunehmen, damit das Festland in irgendeiner Art und Weise Grant und Co. wieder von der Insel runterbringen könnte. Die Nummer wäre dann so ausgegangen, dass die Krankenschwester die ganze Sache überlebt und das Militär gerufen hätte, das dann Grant und Co. von der Insel holen würde. Man könnte also sagen, dass die Geschichte von der Krankenschwester selber eigentlich Ellie Sadlers Story aus dem fertigen Film ist, nur halt echt unfassbar geil. Ich stelle mir dieses dunkle Krankenhaus extrem atmosphärisch vor, wenn im Hintergrund dann das Gewitter scheppert, die Blitze hellen ganz kurz das Licht auf und da können sogar kleine Kompis mal richtig fies sein. Und wenn ihr euch jetzt hier die Frage stellt, hätten sie die Szene aus dem Buch, hätten sie das gemacht? Ich glaube nicht, hier ist nichts davon geschrieben, aber ich glaube, dieses Babys bei lebendigem Leibe fressen, das wäre auch hier in dem Film ein bisschen zu krass gewesen. Das hätten sie so nicht durchgezogen. Was mir hierbei noch aufgefallen ist, ist, dass diese Geschichte eigentlich die ultimative Story dafür gewesen wäre, wie bekommen wir Dinosaurier aufs Festland? Quasi das, was Jurassic World ja wirklich so extrem plump und dumm gemacht hat mit dem Lockwood-Anwesen, mit dem riesigen Keller. Jurassic Park 3 hätte ja mit diesem Drehbuch hier so enden können, dass am Ende herauskommt, dass diese illegalen Dinosaurier-Transporte bereits schon ewig lang passieren. Es hat nur einfach niemand mitbekommen. Henry Wu könnte dann irgendwann später nochmal veröffentlicht haben, dass einige der Saurier aufgrund des Amalgam-Testings in der Lage sind, sich ohne einen Partner fortzupflanzen. Und zack hätten wir die Jurassic World Dominion-Situation. So geil hätte das funktionieren können. Und ja, das Drehbuch ist fertig gewesen. Das hat auf dem Tisch gelegen und fünf Wochen vor Beginn des eigentlichen Drehs
hat man das Drehbuch genommen, hat es zusammengeknüllt und in die Ecke geschmissen. Mit der Aussage von Joe Johnson selber, er glaubt, die Nummer wäre ein bisschen zu komplex. Ich weiß nicht, ob er damit gedacht hat, die Zuschauer sind ein bisschen zu blöd und verstehen das nicht. Vielleicht fand er es auch selber ein bisschen zu verwirrend. Vielleicht war der gesamte Prozess auch ein bisschen zu kompliziert. Aber ich meine, die Geschichte an sich, die wäre jetzt nicht unbedingt komplexer gewesen als Jurassic Park 1 vom Storyaufbau her oder auch Jurassic Park 2. Wir hätten einfach zwei verschiedene Settings gehabt, bei denen wir hin und her geswitcht hätten. Und das wäre der Jurassic Park 3 Film geworden. Ihr müsst euch überlegen, wenn es Paralleldimensionen gibt, gibt es irgendwo da draußen eine Dimension, wo dieser Film im Kino entstanden ist. Und irgendwo da draußen gibt es einfach einen Tobi, der diesen Film gesehen hat. Dämlicher Multiversums-Tobi. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt hier diesen Film bekommen. Und das Drehbuch wurde, wie gesagt, 5 Wochen vor Drehbeginn in die Tonne geschmissen. Der Cast war jedoch schon festgelegt. Das heißt, sämtlicher Cast oder auch Sets und animatronischen Figuren, die wir im fertigen Film gesehen haben, die wurden bereits erstellt aufgrund dieses verworfenen Drehbuchs. Sämtliche Requisiten, also wirklich, der Cast, Amanda, Paul Kirby, wie sie alle heißen, die entstanden ursprünglich durch dieses Drehbuch. Paul Kirby hätte ursprünglich Paul Robbie heißen sollen, das ist vielleicht noch relativ wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, warum er dann gedacht hat, nee, der Name, den müssen wir unbedingt ändern. Wir haben zwar kein Drehbuch, aber wir müssen diesen Namen auf jeden Fall zuallererst ändern. Das scheint wichtig gewesen zu sein. David Koepp wurde daraufhin angehauen, er solle doch bitte einmal über die verschiedenen Werke drüber schauen und doch bitte bei der Erstellung eines Drehbuchs zu Hilfe eilen. David Koepp ist übrigens der Herr, der uns auch den neuen Jurassic 7 oder Jurassic World 4 Film schreiben wird, also er wird das Drehbuch dafür schreiben und hat ebenfalls bei Jurassic Park 1 und bei Jurassic Park 2 das Drehbuch mitgeschrieben. Er hat sich die ganze Nummer daraufhin also angeschaut und kam dann allerdings zu einem Ergebnis. Es ist nicht klar, was er daraufhin gesagt haben soll, aber er hat auf jeden Fall abgelehnt. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch einfach, weil 5 Wochen vor Drehbeginn ein komplett neues Drehbuch zu schreiben, ist halt eine saublöde Idee. Bis zu diesem Zeitpunkt übrigens sind bereits 18 Millionen Dollar für den Film benutzt worden. Du hast einfach einen Film mit sämtlichen Requisiten, hast 18 Millionen Dollar dafür ausgegeben und hast kein Drehbuch. Das muss der ultimative Albtraum gewesen sein. Also hat man jetzt einfach Folgendes gemacht. Man hat sich sämtliche Drehbücher genommen, hat sich da ein paar Sachen rausgepickt, die man für den Film tauglich und nicht zu komplex gehalten hat und hat dann daraus ein fertiges Drehbuch gewurstelt. Übrigens sollte auch in diesem super coolen Drehbuch, wo wir herausfinden hätten sollen, dass die Pteranodon gerade das Festland angreifen, hätten wir eine Opening-Szene sehen sollen, in welcher Pteranodon eine Yacht angreifen. Dabei sollten wir die gesamte Besatzung fressen und diese Yacht wäre wie ein Geisterschiff vor der Isla Sorna herumgeschwommen. Wie geil ist diese Idee bitte? Also jetzt mal ohne Mist, wie geil ist denn diese Idee? Wir haben ein dunkles Krankenhaus, wir haben ein Geisterschiff vor der Isla Sorna und Joe Johnson denkt sich einfach, nee, das ist ein bisschen zu komplex, aber wir müssen hier den Paul müssen wir ändern, der darf nicht Robbie heißen, wir nennen den am besten Kirby. Der fertige Film Jurassic Park 3 ist also ein gewaltiger Flickenteppich aus sämtlichen Ideen von allen möglichen Drehbuchautoren oder cleveren Köpfen wie Steven Spielberg, jeder, der irgendwas dazu zu sagen hatte, der hat einen Teilpart in diesem zusammengewürfelten Drehbuch dann bekommen. Und auch das merken wir im Film. Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein paar Beispiele gehabt, wo das wirklich auffällt. Gerade eben jetzt hier die Sache mit der Originalstory, mit den Kindern oder mit den Studenten. Dann auch die Sache mit dem Tyrannodon, die am Anfang eine Crew fressen sollten, beziehungsweise eine Besatzung. Auch das kann man irgendwie herleiten mit dem fertigen Film. Billy allerdings. Billy merkt man an. Und das, was ihr jetzt erfahren werdet, das wird euch beim Gucken von Jurassic Park 3 nie wieder verlassen. Das ist so ein Ding, wie diese Szene aus Herr der Ringe, wenn Aragorn den Helm wegtritt und dabei schreit und alle dann sagen, der hat sich dabei den Fuß gebrochen. So ein Ding ist das jetzt. Ist euch mal aufgefallen, dass Billy selber Paul zu kennen scheint? Ich meine, die beiden treffen sich ja dann im Zelt auf dieser Ausgrabungsstätte und Paul selber begrüßt ja Billy mit, wie geht's Ihnen, Billy? Und auch hier will ich nochmal ganz kurz auf die deutsche Übersetzung eingehen. Wie geht es Ihnen, ist so ein typisch deutscher Satz, ne, wenn man jemanden halt noch nicht kennt. Im Original sagt der einfach, how are you? Also, wie geht es dir, könnte es genauso gut heißen. Was auch mehr Sinn ergeben würde, denn tatsächlich, in diesem Originalskript mit der Krankenhausschwester und Alan und Billy, hätte Billy ein sehr enger Vertrauter der Kirby-Familie sein sollen. Billy hätte also sowohl Eric als aber auch Paul und Amanda gekannt. Aufgrund dessen hätte Billy ebenfalls mitbekommen, dass die Kirbys ihren Sohn vermissen
beziehungsweise auch diesen Ben, aber der Ben ist ja genauso egal wie Mark. Billy wäre dann zu Alan Grant gegangen und hätte ihm die Geschichte erzählt, dass er die Kirbys eben auch kennt und dass die gerne eine Rundführung über die Isla Sorna machen würden. Daraufhin hätte Grant dem Ganzen zugestimmt und die Dinge wären eben passiert, wie wir sie auch im fertigen Film gesehen haben. Auch hier, wenn wir mal drauf achten, ist Billy nicht wirklich überrascht, als er herausfindet, dass, naja, die Kirbys eigentlich ihren Sohn suchen. Ebenfalls beharrt Billy auch im fertigen Film extrem stark darauf, dass Grant sich doch mal mit den Kirbys unterhalten soll und dass die doch bitte gemeinsam einen Rundflug über die Insel machen. Oder diese eine Szene, wo Billy sich dann so ganz süffisant zu Cooper nach hinten umdreht und ihn eben fragt, woher kennen Sie die Kirbys? Und Cooper antwortet, aus unserer Kirche. Grant selber sagt ja im Flugzeug auch nochmal zu Billy, die ganze Nummer hier ist eigentlich ihre Schuld. Und das stimmt, im Originaldrehbuch war das eben genau der Fall gewesen, nur dass wir im fertigen Film einen Paul Kirby gehabt haben, der Grant den Bären aufgebunden hat mit dem Rundflug, und im Originalskript war das eigentlich Billy gewesen. Und räumen wir jetzt zum Abschluss noch mit einem gewaltigen Gerücht auf. Immer wieder lese ich in den Kommentaren oder auch in bestimmten Clips, die ihr mir zuschickt, gerade TikTok-Clips. Also, und nee, ist ja wurscht. Jeff Goldblum hätte in Jurassic Park 3 ursprünglich mitspielen sollen. Nein, hätte er nicht. Es gibt das Gerücht, dass er wohl eine Szene gehabt hätte im Film, in der er ganz kurz, quasi so wie in Jurassic World, Fallen Kingdom, eine Rede gehalten hätte. Allerdings hat sich der Schauspieler Jeff Goldblum dazu selbst geäußert und gemeint, er wurde nie angerufen. Also er wurde nie gefragt, ob er in diesem Film hätte mitspielen sollen. Dieses ganze Gerücht, Ian Malcolm hätte einmal eine Rolle spielen sollen, das stimmt tatsächlich nicht. Ja, und das, ihr Lieben, ist der Grund, warum Jurassic Park 3 so geworden ist, wie der Film geworden ist. Das ist der Grund, warum der Film dermaßen gefloppt ist und das gesamte Franchise fast zu Grabe getragen hätte. Es wurde aber dazu auch noch erwähnt von einigen Schauspielern, dass Joe Johnson unfassbar langsam ist beim Regieführen. Deswegen ist der Film auch nur so kurz geworden. Ihr merkt also wirklich, der Dreh ist das ist der ultimative Terror für jeden Schauspieler, für jeden Drehbuchschreiber, für jeden Regisseur. Wie gesagt, heute können wir über das Ganze lachen. Ich fand Jurassic Park 3 als Kind allerdings auch nicht ganz so schlimm wie die meisten Erwachsenen damals. Ich meine, da war ich auch 11 gewesen. Mit 11 toleriert man vielleicht so ein paar Sachen, ein bisschen mehr. Aber ich weiß noch, dass der Film mir unfassbar kurz vorgekommen ist. Ich dachte tatsächlich, dass in dem Augenblick, als das Militär dann auftaucht, ganz zum Schluss, dass der Film jetzt nochmal so eine gute Stunde gehen wird. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib mir mal deine Meinung zu diesem Chaos am Set in die Kommentare unten rein. Was sagst du zu den verschiedenen Drehbuchvarianten? In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.